dass die nicht wieder auf die Idee kommen, das Ding dicht zu machen. Ja, 20 Millionen Gewinn gemacht, die Züge machen ordentlich, Schiffe, ja. Straßenfahrzeug hat sich auch ein bisschen erhöht. Der Gewinn, sehr gut. Ja, fehlt kein Weg zum Vorankommen, ist klar. Vielleicht sollte man dort einfach mal einen Zug weniger fahren lassen. Oh, Bank in Potsdam wird errichtet. So schön an der Bergflanke entlang. Vielleicht kann man hier irgendwie drüber. Warte mal, wenn ich... Ich lasse jetzt erstmal die Autos fahren. Quatsch, in die falsche Richtung planierst. Ah. Diese Zweierstrecke ist ja schon fast schon prädestiniert, um das hier so zu bauen. Jetzt können wir natürlich auch einen Tunnel drunter bauen, aber weil ich ja hier eh hoch muss. Bauen wir noch fix eine Brücke drüber. Quatsch, das ist natürlich Schwachsinn. Dann führen wir das hier so drunter durch. So, Shane. Ja, das ist auch dumm hier. So, und dann... planiert und dann kann man das hier so zusammenbauen. So, das ist jetzt die Holzbelieferungsstrecke. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie nochmal ein Depot hinstellen, weil hier oben das ist ein bisschen wenig. Findet kein Weg zum Vorankommen. Nee, Lüge. Da müsste ich, glaube ich, hier die Straße ins rüberstellen. Oder gleich zwei rüber. So, dann können wir das hier abreißen. Dann können wir hier nämlich schon mal eins hinstellen. Und das andere, oh, ein Abil Flex Box Truck. Kann 20 Warenkisten. Das andere Depot könnte man eigentlich gleich hier. Hat man schön eben. Hier ist Platz. Weil natürlich irgendwann mal ausgebaut wird, dann müsste man sich das anders überlegen. Ich überlege eh, ob ich das mit Wegpunkten dann mache. Wegpunkt Holz bringen. Wegpunkt, hinten das, na gut, da können wir hinten das Depot abreißen. Dann behindert das nicht. Also ein Wegpunkt Holz abliefern und ein Wegpunkt Holz Quatschpapier abholen. Sowas in der Art. Schwebt mir davor. So, und jetzt ist die Frage, mit welchem... Womit fangen wir jetzt an? Hier gibt es so viel Holz... Ich werde das auch aufteilen, dass wir ungefähr
hier. Der Bereich ist, sag ich mal, die Hälfte. Alles, was hier oben ist, muss hier lang fahren. Alles, was hier unten ist, und ab dem Bereich fährt hier unten lang. So machen wir das. Und wir fangen einfach mal an bei... Hier oben sind so viele schöne Wälder. Da könnte man richtig geil was mit Zubringern bauen. Oder einfach, naja gut, diesen Cheat oder diesen Trick, dass man da irgendwie... Die Stationsreichweite erweitert, das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber ich werde ja Zubringer machen. Da kannst du richtig schön viel machen, sogar mit Zubringern. Eieiei, hier kannst du irgendwo zentral einen riesen Bahnhof hinstellen. Zum Beispiel hier. Ich denke, kann man dann auch aus dem Vollen schöpfen. Wir bauen erstmal... Ja, findet keinen Weg zum Vorankommen, weiß ich doch selber. Wir bauen erstmal einen Zweier. Stellen ihn hier her, Kassel höher. Hätte ich wahrscheinlich doch ein Stück weiter hochbauen müssen. Vielleicht hier. Nämlich hier den Abzweig machen. Gut, das ist natürlich eine Straße, das gefällt mir jetzt nicht so, aber dann nehmen wir hier das Depot dafür mit, dass jetzt hier so eine Straße quer rüber geht. Wie gesagt, das ist jetzt... Finde ich jetzt nicht so prickelnd an der Stelle, aber es ist halt so, wie es ist erstmal. Hier könnte man jetzt einen Tunnel, ich baue ja einen Tunnel drunter. Das geht auch mal so, würde ich sagen. Das ist natürlich auch doof, was ich hier wieder mal gebaut habe. Das ergibt gar keinen Sinn. Wenn, dann muss das so. Ihr habt bestimmt gerade schon mit dem Kopf auf die Tischplatte gehauen. Ja, findet keinen Weg zum Vorankommen. So, das ist jetzt der Abzweig. Aus erweiterungstechnischen Gründen würde ich das zum Abliefern... Ich mache hier nochmal ein bisschen Terraforming, dass wir hier auch noch ein bisschen was dran basteln können. Holz, Stämme. Ah, hier gibt es auch noch so einen Kran. Oh, ich will den Kran haben. Zack, so. Und hier gibt es noch so einen Holzstapler, den stellen wir hier hinten hin. Also den Kran und den Holzstapler und die beladen das dann halt hier. Und dann haben wir hier noch Platz zum Erweitern. Und hier kommen dann die LKW. Beladelokationen hin. Ach, hier muss ich einen zweiter.
Sonst passt das mit der üblichen Vorfahrtsregel nicht. Ja, das passt auch nicht. Das ist auch doof. So, welche nehmen wir jetzt hier mit rein? Wahrscheinlich erstmal die 4, wobei hier mit dem ist natürlich auch ein bisschen affig, ne? Aber naja. Kann man das so bauen, dass man hier irgendwie beide in Reichweite hat? Mit einem Dreier müsste das eigentlich passen, ne? Ne, da bräuchte ich einen Vierer. Hm. Ja, machen wir es halt so hier getrennt. Hauptsache geht es endlich mal los mit dem Holz. Aber ich werde das mal einfach mal schnell ein bisschen so hier machen. Kraftwerk, aber könnte man auch Holz reinschmeißen. Und da findet wieder jemand keinen Weg zum Vorankommen. So. Gut, wahrscheinlich, ja, müssen wir mal gucken, ob man hier die Wälder auch noch mit reinnimmt später oder hier den hier. Da sieht man eh, da sehe ich jetzt eh keine andere Möglichkeit, den woanders sinnvoll anzuschließen. Also nehmen wir den auch noch mit rein. Die Frage ist, wo nimmt man den her? Ach, dann lassen wir mal hier vorne eine Brücke drüber bauen. Ist zwar auch ein leichter Umweg dann, anstatt direkt, aber hier gibt es einen Tunnel dann dafür, so. Ist auch leicht unnötig, aber es sieht halt ein bisschen optisch ansprechend. Ach, das war doof. Optisch ansprechender aus. So, zack. Depot. Ach, dann lassen wir bloß das eine hier. So, jetzt haben wir Holz. Da will ich irgendwie.